Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Zu Anfang, bevor ich hier rumblättere, noch kurz, es gibt ein paar Änderungen. Und zwar erstmal, der Titel des Videos ist wohl aufgefallen vielleicht. Und zwar, ich habe ja eigentlich immer jeden Monat ein Update gemacht zu meinen Zeichnungen. Das ändere ich jetzt aber mal, weil es läuft nicht mehr so, würde ich mal sagen. Darum ändere ich mal was. Also die meisten Zeichner machen es ja so, sie machen immer ein Video, wenn das Skizzenbuch voll ist. Und da schließe ich mich jetzt mal an und dann kommt halt immer ein Video von dem Skizzenbuch, was voll ist. Das hier ist gerade eben vor so einer Sekunde voll geworden. Darum auch sofort das Video. Ja, also ich brauche halt meistens immer so 2 Wochen bis 3 Monate für ein Skizzenbuch. Also werden noch genug Videos kommen, denke ich mal. Und die neue Tutorial-Reihe ist da jetzt auch am Start. Wenn ich die weiterführe, dann ja, würde ich mal sagen, fangen wir einfach an mit den Dingen jetzt. Und ja. Ich habe mich übrigens entschieden, dass dieses Skizzenbuch in mein Herz gehört. Also werde ich wahrscheinlich nochmal so eins kaufen und kann es auch nur weiterempfehlen, sondern für Aquarell ist es. Sehr gut. Das Sticker hier ist von einer Zeichnerin, Adrenalinix müsste sie heißen, auf Instagram. Und ja. Es ist ungewohnt, beide Hände frei zu haben. Ich weiß nicht, wohin damit. Ich sage jetzt zu den ersten Seiten so viel, weil die hatten wir ja schon im letzten Video. Und ja, hier ist immer noch nichts draus geworden. Ich lasse es einfach so, also ich will es auch nicht ruinieren. Ja, ich muss mich auch noch der schweren Frage stellen, welches Skizzenbuchchen als nächstes nehme jetzt. Das wird bestimmt auch wieder sehr schön. Ich habe ja so wenige. Weil ich momentan eher so Spiralskizzenbücher mag. Ich weiß auch nicht warum. Obwohl ich ja eigentlich Linkshänder bin, dann immer hier mir die Hand aufstoche, aber irgendwie mag ich das momentan einfach mehr. Ja, meine wunderschönen Versuche der Slasherings. Habe ich übrigens nicht weitergeführt, also das ist so doof. Hier irgendwo haben wir den noch aufgehört, meine ich. Bei den Dingern. Und dann müsste es ab hier eigentlich neu sein, glaube ich. Ja, also das ist der OC Cassie von Pisaki für unseren Upgrade. Musste ich ein bisschen skizzieren, um herauszufinden, wie ich die zeichnen soll. Ist jetzt hier, genau. Ah ne, das hatten wir sogar noch im letzten Video. Diese komischen Gestalten hier. Jo, dann ist das ab hier neu. So, diese beiden sind mit Referenz gemacht, weil ich versuche gerade momentan Haare zeichnen zu üben. Da mir das nur recht schwer fällt, besonders so aus dem Kopf heraus, und der Versuch, sich auszudenken, ist so unmöglich. Ja, also ich mag die beiden recht gerne. Und mir das wundervolle Profil. Ja. Ja, die Zeichnung mag ich nicht unbedingt so gerne, also Körper ist gerade so, meh. Das hab ich auch umgesetzt in Gouache. Gefällt mir eigentlich auch recht gut, also Gouache ist immer so eine Sache. Hier ein bisschen Ohrenzeichnen üben, weil Ohren sind böse, aber an sich gefallen mir die hier eigentlich alle ganz gut. Nur sich diese Struktur zu merken, ist irgendwie so unmöglich. Ja, hier. Ich mag die Skizze irgendwie viel mehr als das hier, weil die Haare sehen so richtig doof aus irgendwie. Ja. Generell mag ich die Skizzen alle, außer die beiden. Die habe ich in der Bahn abgezeichnet. Hat nicht so richtig funktioniert. Hier ist eine hässliche Seite, wo ich was drüber geklebt habe. Da habe ich einfach diesen Typ normal gezeichnet, nur mit anderen Farben und halt dann in Aquarell. Ist jetzt nicht so gut geworden. Die Skizze hier unten mag ich auch sehr gern. Ist auch mit Referenz, die beiden unteren. So, die ist auch mit Referenz. Hier habe ich nur diesen unteren Bereich des Gesichtes mir geklaut von einem Bild und der Rest ist dann wieder vor. Boah. Ich mag irgendwie dieses Zeug hier oben voll gerne. Diese Narben. Das soll mal das sein soll. Ja, auch wieder Pinterest-Reference. Der Rest ist wieder Freihand. Ich mag das hier unten auch. Das ist eigentlich nur so hingekritzelt, aber irgendwie gefällt mir das. Ja, den mag ich auch irgendwie voll gerne. Das habe ich bei Devilman Crybaby gezeichnet. Ich wollte irgendwie eigentlich diese eine Tante da zeichnen. Ich weiß nicht, wie die heißt, dieses Mädel da mit diesem Zopf. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Ja, also, ja. Aber ich mag's. Denn die bösen Hände, also Hände sind halt ultra böse. Ja.
Ja, ich hasse dieses. Das sieht so kacke aus. Ich wollte eigentlich das Gesicht dann nochmal neu machen. Das sah dann aber noch schlimmer aus. Und jetzt lasse ich es einfach so. Und da oben ist eine böse Zwiebel. Ich habe endlich Agri-Agri-Agri-Ketsuko oder wie auch immer dieses Ding heißt, zu Ende geguckt. Und ja. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, so ein Motivpapier zu verwenden für die Kleidung, aber irgendwie doch nicht. Es sieht einfach nur dämlich aus. Referenz. Ja, müssen Skizzen bisher schön sein. Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal nicht. Das ist von dem Speedrunning von gestern. Ja, die Augen sehen richtig doof aus. Referenz. Und das kennt ihr vielleicht schon, das habe ich eben hochgeladen. Das ist das Köpfe-Tutorial. Ja, das habe ich hier eingeklebt. Das habe ich irgendwie so mitten in der Nacht gezeichnet, als ich eigentlich schlafen gehen wollte. Und das ist dann auch schon das Ende. Ja, so viel gab es da jetzt nicht. Wie immer kurz. Ja, ich würde mal sagen, bye bye und bis zum nächsten Video. Lasst da einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo für mehr und. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt orkisch. Bye bye.